GTI Tours, danke schön, guten Tag. Guten Tag, wo bin ich denn da? Bei GTI Tours. Ja, ich bin nicht im Bus. Du bist nicht im Bus? Nein. In welchem Bus hättest du denn jetzt sein müssen? Na, der ist gerade losgefahren von der Hauptstraße vorne. Ach, wolltest du ins Ferienlager gerade fahren mit einem Bus? Ja. Aber normalerweise die Betreuer, haben die dich nicht gezählt? Ja, der hat mich ja auch gezählt, aber da musste ich nochmal aufs Klo und dann bin ich hinten wieder ausgestiegen. Ach Gottchen, und der Bus, ist der noch da? Siehst du den noch? Nee, der ist weggefahren. Ja, pass mal auf, dann bleibst du mal jetzt da, wo du bist. Ja. Wir machen hier das folgendermaßen, ich rufe jetzt deine Betreuer an. Ja. Die sind im Bus. Ja. Die sollen ganz schnell dem Busfahrer sagen, dass der umdreht und wieder zurückfährt und dich abholt. Schön da bleiben, ja? Ja, tschüss. Die kommen gleich. Tschüss. GDI Tours, Wenke, schönen guten Tag. Ich bin's. Wo bleibt denn der Bus? Der müsste eigentlich gleich kommen. Der war noch gar nicht weit weg. Na, ich bin ja schon ein Stück weiter gefahren in Richtung Gutknie. Wie du bist weitergefahren? Na, mit so einem Onkel mit dem Auto. Ja, sag mal, du kannst doch nicht... Ach Gottchen, du bist da mit so einem Onkel mit so einem Auto mitgefahren? Ja, ich hab getrennt. Na, das kannst du doch aber nicht machen. Und wo bist du jetzt? Na, jetzt bin ich zwei Orte weiter. Und jetzt hat der Onkel dich aber wieder rausgelassen? Ja, weil wir den Bus nicht eingeholt haben. Ach, du brauchst doch gar nicht den Bus einholen. Der Bus holt dich schon ein. Aber wenn du hier durch die Gegend reist, dann findet dich der Bus nachher gar nicht. Also, ich bin jetzt zwei Orte weiter. Zwei Orte weiter. Dann bleib mal jetzt genau da, wo du bist. Also, der Bus müsste gleich kommen. Ich muss jetzt die natürlich anrufen, dass die jetzt noch mal weiterfahren sollen, ja? Okay. Aber nicht weglaufen. Ja, bis gleich. Gut, tschüss. Tschüss. GDI Tours, Wenke, schönen guten Tag. Ich hab den Bus gerade gesehen, Alter. Na, wunderbar. Da dann ist er an uns vorbeigefahren, als ich wieder zurückgefahren bin. Moment mal. Na, der Bus kam nicht. Na, aber der kam doch gleich. Sag bloß, du hast schon wieder in einem Auto drin gesessen. Ja, so eine Tante hat mich mitgenommen wieder zur Hauptstraße, jetzt wo wir losgefahren sind. Also, junger Mann, ich muss ja wohl sagen, ich muss wohl gleich deine Mami anrufen. Weißt du, was das kostet, wenn ein Bus den ganzen Tag da hin und her fährt? Na, ich hab ihn doch aber gesehen und ich hab auch gewunken, aber ich glaube, er hat mich nicht gesehen. Schick doch einfach den Bus zurück. Ja, das will ich ja machen, bloß wenn du immer schneller bist als unser Bus. Sag mal, ihr wollt ja immerhin auch noch irgendwie Abendbrot heute kriegen. Das wird ein bisschen knapp mit der Zeit, ja, wenn du den Bus da immer quer über die Autobahn jagst. Tante, kannst du mir jetzt... Ja? Hier ist der kleine Telefonschreck aus dem Radio. Oh nein.